Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake. Im letzten Part haben wir dann die Mission erfolgreich abgeschlossen, wo wir Jessie helfen sollten und haben noch einmal mit ihr geredet und mit Bix und Reg, haben seine Katzen noch ein bisschen besser kennengelernt und ja, jetzt sind wir wieder in unserem Zimmer und gehen schlafen. Möchtest du dich ausruhen? Bis zum nächsten Tag schlafen. Ja? Warst ziemlich lange weg? Nur spazieren. Aha. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Hm? Ah, der Typ. Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Ah. Eine alte Freundin steckt in Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Mm-mm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett, auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud. Du auch, Tifa. Schlaf. Vergiss all deine Sorgen. Cloud! Was ist los? Schnell! Komm mit! Wir wollten gerade aufbrechen, als die plötzlich auftauchten. Und jetzt? Barrett und Jessie kämpfen, aber lange geht das nicht gut. Nichts wie hin. Ja. Bereit? Immer. Oha. Schnell, zur Bar. Ui, gleich zwei auf einmal, oder wie? Unbekannte Kreatur B. Verwende Magieattacken, um seine Schockleiste schnell zu füllen. Physische Attacken füllen sie nur langsam. Okay. Oh, der ist aber schon gegen viele Sachen immun auf jeden Fall. Besonders wirksam scheint nicht zu sein. Aber okay, sie wollen auf jeden Fall Magie haben. Ich frage mich nur, warum sehen die jetzt alle? Haben die uns wirklich schon alle berührt, die Leute? Oder sind die jetzt allgemein irgendwie sichtbar geworden? Hm, und warum konnte ich eben in der Katze eigentlich mit Viereck ins Menü? Alles Fragen, auf die die Welt keine Antwort hat. Der Feind ist geschwächt. War es das? Das hoffe ich jedenfalls. Egal, das kriegen wir hin. Angeben.
Von wegen, physische Attacken machen euch nichts. Das überhaupt was? Was sind das für Kreaturen? Sie werden durch Berührung sichtbar. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Nicht mein Soldat weiß was über sie. Ich weiß, dass man sie töten kann. Oh nein! Nicht schon wieder. Gibt's noch einen Weg? Ja, hier lang. Hier also auch. Ich habe das Gefühl, die versuchen uns aufzuhalten. Cloud, hier lang. Oh. Das muss ein Albtraum sein. Die überschwemmen die Slums ja regelrecht. Geh mir nicht unter. Ich bleib nicht hinter dir. Wave-Hut in Ruhe. Der Feind ist geschwächt. Nichts zu hören. Was zum? Nachschlag. Schluss mit das. Was waren das denn überhaupt für komische Viecher? Naja, in diesem Giftsumpf, da wundert mich mittlerweile eigentlich gar nichts mehr. Tja, schönen Dank auch, Shinra. Alles okay? Das würde ich ja gerne behaupten, aber... Sonst bin ich nicht so ein Tollpatsch. Es tut mir wirklich leid. Ach was. Oh. Huh? Bist du etwa verletzt, Jesse? Bist du in Ordnung? Jetzt übertreib mal nicht. Ich bin topfit. Naja, trotzdem solltest du dich ausruhen. Quatsch! Du setzt dich hin und ruhst dich aus. Wie? Und was ist mit der Mission? Bix ist doch längst im Reaktor. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, Barrett. Ich mach deinen Teil einfach mit. Das wird ja immer besser. Mach dir keine Sorgen, Jesse. Ich springe für dich ein.
Cloud, wärst du einsatzbereit? Das kostet aber extra. Am Geld soll's nicht scheitern. So, Cloud ist dabei. Dann weiter nach Plan. Pass mir ja gut auf meine Leute auf. Wedge, du bleibst hier bei Jesse und Marlene. Wie? Aber ich kann doch mitkommen. Du musst sie beschützen, Wedge. In Ordnung? Alle wissen, was zu tun ist? Unser Ziel ist Reaktor 5. Wir treffen uns am Bahnhof, sobald alle soweit sind. Hier hast du dein Geld. Das sollte aber mehr als genug sein. Soldat, ich zähle auf dich. Oh Mann. Tja, jetzt sind wir doch dabei. So schnell kann's gehen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das vorhin gehört habt, aber es war zu hören, dass die Leute gesagt haben, so, sehen die Gespenster? Mann, was sollte das denn? Also anscheinend haben wir nur wirklich jeden unserer Leute berührt, wodurch die das jetzt alle sehen konnten. Die anderen haben es anscheinend wirklich nicht gesehen nach wie vor. Sehr interessant. Geht's, Jesse? Jetzt verpasse ich schon wieder einen wichtigen Auftritt. Vielleicht ist das ja meinem Lampenfieber zuzuschreiben. Gebt immer ein nächstes Mal. Ach, versuchst du etwa, mich zu trösten? Danke, Cloud. Natürlich. Erledige du die Arbeit. Ich knete derweil schon mal den Pizzateig für später. Das kannst du gerne machen. Hatte das Gefühl, dass diese unheimlichen Wesen es auf mich abgesehen hatten. Sei vorsichtig, okay? Kann mir auch vorstellen, warum. Wehe, du drückst dich vor der Siegesfeier heute Abend, hörst du? Natürlich nicht, würde mir nicht im Traum einfallen. Wehe, du baust Mist, weil du einen auf cool machst, hörst du? Wehe, du drückst dich vor der Siegesfeier heute ja. Abend, hörst du? Ja, okay. Kümmere dich um die anderen. Okay, Kumpel? Ich bleib bei Jesse. Wir beschützen Marlene. Hey, Kumpel! Pass auf dich auf. Kümmere dich um die anderen. Okay, Kumpel? Bin ich dein Kumpel. Aber klar. Mann, ist es hell. Puh, auf in den Kampf. Komm schon tiefer. Atme mal tief durch. Wie? Du wirkst angespannt. Hast recht. Okay, gehen wir. Die Ausrüstung von Gruppenmitgliedern, die einmal deiner Gruppe angehört haben, lässt sich auch in ihrer Abwesenheit anpassen. Habe ich ja schon gemerkt. So kannst du bei Bedarf benötigte Materie oder Accessoires austauschen. Sehr nützlich, sehr nützlich. Ich würde ja eigentlich noch mal ganz gerne zum Waffenhändler vorher, ne? So rein theoretisch. Okay, du folgst mir schon mal, das finde ich gut. Der Waffenhändler war doch hier irgendwo, oder? Ja, Stamp, der beste Hund der Welt. Oder auch... doch nicht? Ich weiß es nicht. Oder am Apartment nochmal vorbei. Da, Weapons. Vielleicht gibt es ja schon neue Ausrüstung. Na, hast du was Neues für uns? Dank dir kann ich mich in letzter Zeit Vorbestellungen gar nicht mehr retten, Alleskönner! Alter. Dass der einfach so schlecht ist. Aber wir haben bereits auf jeden Fall 3 tatsächlich davon. Das heißt, da brauchen wir nichts. Davon haben wir bisher irgendwie anscheinend nur einen. Warum auch immer.
Das macht dann alles nur schwächer irgendwie. Ich weiß nicht, ob... Obwohl doch, da steht's ja. Tifa und Barrett könnten das noch gut gebrauchen, deswegen kaufen wir noch zwei davon. Yes. Ja, okay. Ansonsten wär's es eigentlich auch schon. Warte mal, nee, hier gibt's ja noch mehr. Kraftreif. Mensch, ist doch viel besser als der Eisenreif. Ha. Huh. Nur halt hier, das macht einen irgendwie schwächer. Aber davon haben wir ja auch direkt drei, deswegen... Okay. Hm, Barrett habe ich jetzt auch drin, sehr schön. So, meine Liebe. Du hast noch den Eisenreif, dir gebe ich auf jeden Fall dann den... Kraftreif, wenn ich kann. Wo ist denn der Kraftreif? Davon hatte ich doch angeblich drei, oder nicht? Moment. Kann ich das vielleicht hier auch allgemein sehen unter Gegenstände? Genau, hier. Hier wird das gar nicht angezeigt, als hätte ich die gar nicht. Das ist jetzt sehr seltsam. Aber ich hatte die doch gekauft. Da stand doch Besitz 3, oder nicht? Ich hoffe, meine Waffen helfen dir, den Frieden in den Slums zu bewahren. Da, da steht doch Besitz 3. Ist komisch. Wieso finde ich die denn dann nicht? Hm. Okay, vielleicht zählt das ja nicht zu dem Dingens. Trotzdem ein bisschen komisch. Oh, Kampfberichte, das ist jetzt hier wieder was. Ich habe das doch aber hier jetzt gemacht inzwischen. Ihr habt's gesehen, dass beim Kampf gegen diese komischen Geister, dass ich das eingesetzt habe, immer wieder. Ich meine, Abschlussbedingung, wende Spezialfähigkeiten bei Gegnern im Schockzustand an. Das habe ich getan. Nur halt nicht hier 10-mal eine Einheit der ATB-Leiste unbedingt aufgeladen vielleicht, aber ansonsten. Aber eigentlich... Ja, das habe ich jetzt fertig. Aber das ist komisch. Sehr seltsam. Ich bin verwirrt. Ach, das ist bei Accessoires. Ich Dummkopf. Hier, dann nehme ich ihr das mal wieder weg und gebe ihr da jetzt auch den Kraftreif. So. Kann ich dir auf jeden Fall auch noch was geben? Da, genau, du kriegst den süßen kleinen Kaktus. Und hier... Sind Gefährten in Bedrängnis, wird automatisch bis zu einer bestimmten Anzahl Vita angewandt. Unwirksam, wenn der Anwender nicht genügend ATW... Ja, aber das ist eine gute Sache, das passt zu dir. Deswegen, du nimmst das. Okay, Barrett, mein Guter. Gibt es was Besseres schon als das Gatling-Gewehr für dich? Nee, da habe ich jetzt nichts. Okay. Und dir gebe ich natürlich auch einen schönen Kraftreif. Okay. Hier könnte ich auch noch eine Beschwörung geben, ansonsten aber... Naja. Er hat Gewitter und Heilen. Ich meine, ist auf jeden Fall nicht schlecht, ne? So ist nicht. Vielleicht kann ich dir aber noch was geben, was sonst keiner hat. Luft zum Beispiel. Das ist vielleicht nicht schlecht, obwohl ich weiß nicht, ob das so gut zu dir passt. Was ist eine Barriere? Ermöglicht den Einsatz von Verteidigungsmagie. Ich meine, ist auch nicht unbedingt schlecht, ne? Hm. Na gut, dann gebe ich dir mal das.
Und dann gehe ich nochmal zurück zu Tifa. Vielleicht kann ich ihr insgesamt was Besseres geben. Das war ja Chakra. Ermöglicht den Einsatz der Fertigkeit Chakra, mit der TP geheilt werden können. Je weniger TP vorhanden sind, desto mehr TP werden geheilt. Und kuriert zudem Gift ist natürlich mega. Habe ich auch schon ganz gut gelevelt. Deswegen sollten wir drin lassen, um das auf jeden Fall voll zu kriegen. Das, denke ich mal, ist nicht verkehrt. Und behandeln. Ermöglicht den Einsatz von Zustandsheilmagie ist auch natürlich, aber nicht schlecht. Und das ist auch gut, deswegen... Cloud. Kann ich dir denn sonst irgendwie da mal was wegnehmen oder ändern? Analyse haben wir ja auf jeden Fall. Deswegen, genau, haben wir jetzt sogar auf 2 Sterne. Deswegen kann ich jetzt eigentlich ja so ziemlich alle Gegner dabei analysieren. Gewitter ist auf jeden Fall wichtig. Ifrit will ich auch nicht loswerden, logischerweise. Und der Ausweichrundumschlag ist auch nicht schlecht. Wobei aber jetzt viele Gegner schon gegen Wind anfällig waren, aber dann kann ich es ja immer noch austauschen. Sonst lasse ich es erstmal so, um diese Materie, die ich jetzt habe, erstmal so weit zu leveln. Na gut, dann lasse ich das so. Okay, und damit ist der Part auch schon wieder lang genug. Ich weiß jetzt zwar auch gar nicht genau, wo ich gerade eigentlich hin muss aktuell, aber... ist ja egal. Obwohl, doch stimmt, Berbit hat ja gesagt, wir treffen uns am Bahnhof. Ich schussel. An sich geht es uns auf jeden Fall, naja, mittelmäßig gut. Wir können uns ja nochmal auf eine Bank setzen. Am Bahnhof waren ja, glaube ich, auch welche. Und ansonsten, ja, soweit so gut. Wobei, unser Apartment ist doch auch hier in der Nähe. Das Gerede über die Explosion verbreitet sich. Die Monatszahlen der erlegten Bestien sind draußen. Seht doch, seht. Genau, und erstmal hier abgeben. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Weiß ich doch. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Vielen Dank. ATB-Boost. Ermöglicht mit L1 und R1 den Einsatz von ATB-Boost. Bei Aktivierung wird der Stand der ATB-Leiste verdoppelt. Okay, das ist geil. Kann nicht in kurzer Folge ausgeführt werden. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Aber nice. Okay. Vielen Dank. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Das glaube ich dir. Gut, dann gehen wir noch mal kurz ins Apartment, da es ja direkt hier ist. Ruhen uns aus und dann im nächsten Part werden wir dann zum Bahnhof gehen und Barrett Hallo sagen. Yes. So, jetzt sind wir wieder schön fit. Alles klar. Gut, ihr Lieben. Dann bedanke ich mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Zuhören und sage dann mal bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao.